Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. Immer mehr internationale Organisationen anerkennen die Erfolge der ungarischen Wirtschaftspolitik. Experten der Europäischen Kommission schrieben einen Länderbericht zu Ungarn, in dem über die Wirtschaft größtenteils positiv berichtet wird. Im Dokument wird betont, dass die Wirtschaft Ungarns in einzigartigem Maße wuchs. Das ungarische BIP konnte in Europa im vergangenen Jahr das zweitgrößte Wachstum verzeichnen. Dies bedeutet, dass Ungarn mit dieser Leistung nun seit 3 Jahren zu den führenden Wirtschaften Europas gehört. Dies bestätigte jetzt auch die Europäische Kommission in ihrem Länderbericht. Der für die Wirtschaftsstrategie zuständige Staatssekretär betonte, die ungarische Wirtschaft sei aktuell viel widerstandsfähiger als im Krisenjahr 2008. Dieses Wachstum kann aufrechterhalten werden. Dies sei nämlich der herausragenden Investitionsquote, welche in Ungarn 2019 die höchste der gesamten EU war, und dem Konsum, der in den vergangenen 9 Jahren nicht mit Hilfe von Krediten finanziert wurde, zu verdanken. Durch die steigenden Löhne konnten die Ungarn mehr konsumieren als früher, betonte der Staatssekretär. Der Politiker betonte, früher sei die Regierung wegen ihrer unorthodoxen Wirtschaftspolitik heftig kritisiert worden, nämlich dass diese nirgendwo hinführe. Jetzt würden jedoch die Ergebnisse dieser überall in der Welt anerkannt. Im Länderbericht steht auch, dass die aktuellen Ausgaben für Forschung und Entwicklung mehr als 1,5% des BIP ausmachen. Derselbe Wert betrug im Jahr 2008 weniger als 1%. Insgesamt will man 2020 1,8% und bis 2030 3% des BIP für Forschung und Entwicklung bereitstellen. Damit sich die Europäische Union stärken kann, sei eine engere Zusammenarbeit mit der Eurasischen Wirtschaftsunion notwendig, erklärte Peter Szijjártó in Minsk. Dem Außenminister nach habe Ungarn seine Wirtschaftserfolge in den letzten Jahren auch der Tatsache zu verdanken, dass es rechtzeitig erkannt habe, dass nicht nur die westlichen Wirtschaftsbeziehungen, sondern auch die östlichen von Wichtigkeit seien. Die Rohstoffe in diesem Gebiet könnten bei der zukünftigen Entwicklung der europäischen Wirtschaft eine bedeutende Rolle spielen. Auch die wichtigsten Transitrouten von Energieträgern führen durch Weißrussland. Deshalb ist die Rolle von Belarus bezüglich der späteren Zusammenarbeit zwischen der EU und der Eurasischen Wirtschaftsunion besonders wichtig. Eben deshalb bauen wir unsere bilateralen Beziehungen aus, um somit ein sehr wichtiges europäisches Interesse zu vertreten. Heute ist der Welttag der freilebenden Tiere und Pflanzen. Vielerorts, zum Beispiel auch im Zoo von Debrecen und Budapest, wurden die Besucher mit speziellen Programmen erwartet. Dieser Gedenktag wurde von den Vereinten Nationen erst vor wenigen Jahren, in 2013, eingeführt. Man will damit auf die Gefahren für die Tier- und Pflanzenwelt aufmerksam machen. Nacheinander kamen die Schülergruppen am Dienstag am Welttag der freilebenden Tiere und Pflanzen in den Zoo. An den meisten Stationen wurden die Schüler auf gefährdete Tierarten aufmerksam gemacht. Im Affenhaus erhielt man Informationen über die Gefahren von afrikanischen Erzminen. Im natürlichen Lebensraum der Gorillas und Schimpansen wird nämlich das für die Smartphones benötigte Coltanerz abgebaut. Recycling von Handys könnte eventuell die Abholzung der Regenwälder eindämmen. Ich bin klüger geworden, da ich hier erfahren habe, dass man durch Recycling den Affen helfen kann, sagt ein Schüler. Dies ist bereits der Tierpark in Debrecen, wo am Welttag der freilebenden Tiere und Pflanzen auch jene Arten im Fokus standen, die wegen ihrer Haut Wilderern zum Opfer fallen. Man muss diese Tiere nur kennenlernen, danach sind sie nicht mehr so gruselig. Eher der Nilkrokodil sollte Angst vor Menschen haben. Durch die Modeindustrie ist nämlich die Zahl der Tiere drastisch zurückgegangen. Der Tierpfleger meint, im Rahmen solcher Veranstaltungen könne man den Besuchern solche Themen viel besser näher bringen. Die Menschen sollten bewusst einkaufen, zum Beispiel solche Produkte, die keine tierischen Inhaltsstoffe von bedrohten Tieren enthalten oder solche, die zur Zerstörung ihres Lebensraumes nicht beitragen, sagte der Tierpfleger. Die UNO rief den Welttag 2013 ins Leben, um die Aufmerksamkeit auf jene Gefahren zu lenken, welche die Tier- und Pflanzenwelt bedrohen. Das Balatonmuseum in Kestell weiht die Besucher in die Geheimnisse des Plattensees ein. Die interaktive Ausstellung zeigt die Entstehungsgeschichte des Sees und seine Flora und Fauna. Vor Ort findet man auch die Sammlung namens Castrum Virtuale, eine virtuelle Festung.
Es veranschaulicht eine in Pfennigbuste offengelegte Festung aus der Römerzeit anhand 3D-Rekonstruktionen, Miniaturmodellen und Grundrisszeichnungen. Die Zeit ist reif, die Wanderschuhe anzuziehen und einen Ausflug in die heimischen Wälder zu machen. Der Bärlauch blüht bereits und das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass der Frühling da ist. Entlang von Bächen in kühleren, feuchteren Tälern bedeckt der Bärlauch den Erdboden wie ein Teppich. Die vierseitige Pflanze kann außerhalb von Naturschutzgebieten überall geerntet werden. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.